Jahren überall im Lande die Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals, kurz SHMF, erklangen, kam auf Sylt kein Festivalton, geschweige denn das Festivalfieber an. Das soll sich dieses Jahr ändern, so der feste Entschluss des neuen SHMF-Intendanten Dr. Christian Kuhnt. Vom 24. bis 26. Juli holt er deshalb die Künstler Ina Müller, Dieter Thomas Kuhn und die bayerische Kultband La Brassbanda auf die Bühne der Syltquelle. Weitere Informationen gibt es auf www.shmf.de. Seit einigen Monaten ist vermehrt in Kleinanzeigen, Immobilienportalen und auf Facebook zu beobachten, dass immer öfter Ferienapartments als Dauerwohnungen angeboten werden. Und zwar nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Maklern und Vermietagenturen. Ein Grund dafür ist, dass auf Sylt die Bettenkapazität erreicht ist und viele Vermieter eine sichere Dauermiete einer teuren Reinvestition von Ferienwohnungen vorziehen. Sollte sich dieser Trend weiterhin bestätigen, könnte dies zu einer Entspannung auf dem Sylter Wohnungsmarkt führen. Morgen wird vor dem Oberlandesgericht in Schleswig über die Genehmigung für den Sylter Flughafen verhandelt. Die Kläger, unter anderem ein Zweitwohnungsbesitzer, wollen, dass dem Flughafen aufgrund der Lärmbelästigung die Genehmigung entzogen wird. Nach der Geschäftsführung des Flughafens belegen allerdings die Gutachten, die Grundlage der Verhandlung sind, dass die Grenzwerte unterhalb des Fluglärmgesetzes liegen. Deshalb sieht die Geschäftsführung der Verhandlung auch ganz entspannt entgegen.